Verwende mindestens zwei Farben, eine davon rot, die andere schwarz oder blau. Als erstes teilst du dein weißes DIN A4 Blatt in 6 gleich große Spalten auf. Das hier ist meine uralte, total bewährte Vorlage. Schon oft an die Tafel angeschrieben und besprochen. Wir handeln damit jetzt 5 leistungselektronische Bauelemente ab. Und die linke Spalte, die ist wichtig. Das ist für die 1 Plus, da kommen dann die physikalischen Hintergründe hin. Wenn die Temperatur zum Beispiel steigt, dann steigt auch die sogenannte thermische Generation von freien Ladungsträgern, die zur Leitfähigkeit beitragen. Daraus folgt NI. Die Eigenleistungsdichte steigt ebenfalls. Die entsprechende Formel lautet, NI ist ungefähr T hoch 3 halbe mal E hoch minus Bandlücke durch 2 mal KB mal T. Für den Spannungsabfall heißt das, OD gleich Temperaturspannung mal LN durch NI². Um das richtig in Kontext setzen zu können, müsste man sich schwierige mathematische Verläufe, die man jetzt nicht so direkt im Kopf hat, wie zum Beispiel von LN 1 durch X, dazu zeichnen. Sieht ungefähr so aus. Also wenn NI steigt, hier unser X, wird unser YOD kleiner. Also wenn NI steigt, folgt daraus, UD wird kleiner. Das ist der Spannungsabfall über unserem Bauteil. Warum ist das so wichtig? In der Anwendung sind unsere Bauteile irgendwo verbaut, in einem System, was immer einen großen Wirkungsgrad haben soll. Und wie bestimmt man den? Natürlich für den Worst Case. Ein geringer Spannungsabfall bei höheren Temperaturen bedeutet jetzt in dem Fall kleinere Verluste für diesen Effekt. Aber unsere Bauteile könnten zum Beispiel auch in Serie oder parallel verschaltet sein. Wenn jetzt das Bauteil, was am heißesten ist, einen kleineren Spannungsabfall hat, bedeutet das, dass dieses Bauteil, wenn es parallel zu anderen geschaltet ist, den größten Nennstrom führen wird und dann noch heißer werden würde. Dieses Verhalten ist also schlecht fürs Parallelschalten. Das ganze System wird uns davonlaufen. Nächster Effekt. Wir nehmen wieder an, T steigt. Daraus folgt, die Rekombinationsrate sinkt. Also weniger von unseren freien Ladungsträgern rekombinieren wieder zurück. Das bedeutet, ich habe eine längere Zeit, in der diese Ladungsträger zu einem Stromtransport beitragen können. Tau ist die Trägerlebensdauer. Wenn die Ladungsträger länger zum Stromtransport zur Verfügung stellen, sinkt mein differenzieller Widerstand über dem Gebiet. Wenn aufgrund dieses Effekts der Widerstand jetzt bei meinem Bauteil geringer ist, bedeutet das, dass bei gleichem U, bei gleichem Spannungsabfall, was zum Beispiel bei Parallelschaltung der Fall ist, dieses Bauteil, das heiße Bauteil, wiederum den meisten Strom führen wird. Das wird uns davonlaufen und abbrauchen irgendwann. Also der Strom durch dieses Bauteil steigt bei konstantem U. Ein weiterer Effekt bei steigendem T. Mu sinkt und bedeutet unser Lambda. Lambda ist die mittlere freie Weglänge. Sinkt. Bei hohen Temperaturen sinkt unsere mittlere freie Weglänge. Das bedeutet, die Chance sinkt, dass durch Beschleunigung Ladungsträger durch Zusammenstoß wieder frei werden können. Hat einen Einfluss auf den Widerstand. Formel lautet, Rho ist 1 durch Ladung N mal mu N plus P mal mu P. Das bedeutet, mit sinkendem mu steigt unser RE diesmal. Dieser Effekt wirkt den anderen Effekten ein bisschen entgegen. Muss halt gucken, welcher Effekt für sein Bauelement überwiegt. Der ist gut fürs Parallelschalten, weil das bedeutet ja, unser Strom würde sinken, wenn man den Spannungsabfall konstant hält. So, ein paar allgemeine Formeln noch. Ni² gleich. So, pädagogisch unsinnvoll habe ich jetzt hier mal andere Bezeichnungen, andere Symbole benutzt für ein und dasselbe Ding. Alles dasselbe, man sollte halt über ein und derselben Erklärung am besten konsistent sein mit seinen Symbolen. U-Drift. Das ist die Weite des Gebietes durch μ n plus μ b mal tau f. Temperaturspannung, falls das jemand abfragt, ist einfach die Abkürzung k mal t durch Ladung. Das hier sind die formelmäßigen physikalisch-chemischen Hintergründe.